Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Penumbra, die schwarze Pest. Wir sind hier, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, mitten im Computerraum. Und eigentlich ist es keine Live-Commentary, weil es eine Nachkommentierung ist, weil mir die ganze Soundspur auch bei Penumbra verloren gegangen ist. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es mitbekommen, bei Runes of Magic sind die mir verschwunden gegangen. Die kompletten Soundspuren und jetzt hier, ja, sind sie, kann ich sie nochmal quasi nachkommentieren. Bei Runes of Magic war das aus irgendeinem Grund nicht möglich. Ah, wir haben einen Zettel über eine Serverinstallation gefunden. Schnelle Anleitung. Der häufigste Grund für Frust während der Installation ist der Einsatz falsch formatierter Festleiterplatten. Bitte prüfen Sie vor dem Fortfahren mit dem Standardprogramm, ob Boot, Netzwerk und Interface-Karten korrekt funktionieren. Erforderliche Leiterplatten. Programmzahl in Klammern. Boot 3. Ortet grundlegende Konfigurationsdaten für Disk. Laufwerke und andere Hardware zu. Netzwerk 5. Verwendet hochentwickelte Kommunikationstreiber zur Zugriffskontrolle auf lokale Intranets oder Hub-Netzwerk. Verfügt über neueste Sicherheitsprotokolle. Interface 4. Beinhaltet alle für Server- und Dateizugriff erforderlichen Programme, einschließlich hochstufigen direktem Hardwarezugriff. Ja, jetzt kannst du mal weiterklicken. Genau. Leiterplattenkompatible Programme. Circuit Setup. Zum Aufruf sämtlicher Programme erforderliches Programm. Disk-Info-Setup. Ordnet Disk-Laufwerk-Konfigurationsdaten zu. Hardware-Locator. Ordnet Hardware-Konfigurationsdaten zu. Socket-Protokoll. Installiert Kommunikationstreiber. Firewall. Bietet Schutz vor unbefugten Zugriffen. Antivirus. Bietet Schutz vor bösartigen Programmen. CMD-Interface. Installiert Interface für Serverzugriff. Netlocator. Installiert erforderliche Routinen für Intranet-Zugriff. FileStreamer. Installiert Treiber für Dateizugriff. Admin-Tools. Installiert für Hardware-Zugriff erforderliche Tools. Auf allgemeinen Wunsch hin erfordert der Server für uneingeschränkte Funktionalität nicht länger die neueste. Ja, jetzt kannst du auch mal gleich umblättern. Also das ist halt jetzt so, ich lese das sogar schon alles vor. Allerdings wird es nicht ganz synchron sein mit der ehemaligen vorgelesenen Sachen, die ich da hatte. Nicht mehr die neueste Windows-Version. Also ich werde versuchen, alles vorzulesen. Es kann vorkommen, dass ich mal nicht alles richtig vorgelesen bekomme in der Zeit, weil ich es vielleicht in der Aufnahme schneller vorgelesen habe oder langsamer oder so. Da bitte nicht stören, es ist wie gesagt eine Nachkommentierung. Die Regale enthalten verschiedene Handbücher, Ersatzteile und anderes computerbezogenes Material. Vielleicht kann eine Betriebsanleitung für dieses Zeug hier finden. Ja, die haben wir ja gerade schon gefunden. Ich glaube, genau so habe ich das auch im Display gesagt. Ne, hier sind nur ein paar Bücher. Okay. Ja, dann gehen wir mal hier lang. Und, ja. Ah, Schubladen, hurra! Schublade auf, nichts drin. Schublade auf, nichts drin. Schublade auf. Nichts drin. Fangen wir von unten an. Schublade auf, nichts drin. Schublade auf, nichts drin. Schublade auf. Da ist sowas drin. Schmerzmittel. Wie geil. Ein Buch. Ein PC. Standby. Dieses Gerät ist nicht gerade selbst erklären. Es gibt nur einen Einschub und ich bin mir nicht sicher, für was. Starten wir nochmal den PC. Keine Karte im Steckplatz. Ja, okay, jetzt haben wir hier die ganzen Programme, die wir vorhin in dem in der Bedienungsanleitung gefunden haben, können sie aber nicht transferieren. Warum können wir sie wohl nicht transferieren? Emi stand ich, glaube ich, in dem Moment dort ein bisschen auf Schlauch. Natürlich brauchen wir eine Steckkarte, auf die wir das transferieren können. Ja, da bin ich echt gerade ein bisschen verpeilt. Wie so oft. Das Terminal ist irreparabel beschädigt. Schublade auf, nichts drin, Schublade zu. Schublade auf, nichts drin, Schublade zu. Schublade auf, nichts drin, Schublade zu. Mein Gott, das habe ich. Ich glaube, ich bin mir ganz sicher, das habe ich genauso auch wieder im Display gesagt. Und es sind jetzt ein, zwei Tage her oder so, nachdem ich das aufgenommen habe. Ich habe irgendwie die ganze Zeit ein Déjà-vu. Aha, hier muss es einen Unfall gegeben haben. Das waren einmal Gehäuse für Leiterplatten. Nee, aber ganz ehrlich, ich habe hier ein Déjà-vu nach dem anderen. Ich glaube, ich habe viele Sachen wirklich ganz genauso hier im Let's Play gesagt. Schublade, hurra! Ein Schließfach. I remember why you're here. Dr. Scheiße. Thompson has filled me in. I recall every single syllable of our conversation. There was ever so slight an inflection in her tone that suggested she no longer trusted me. Why ever dinosaur extinction 65 million years ago would she think that? We share the same history. You and I are history. I recall the day of my birth, 18th of September, 1964.
3.46993412, recurring minutes past nine. I remember my mother looking surprised as I poked my head out into the world for the first time. You need a security registered palm. Something I can provide. You need it at the library. Something beyond my reach. When I became infected by those mindless zombies, I split off from the others and secured myself here. I cannot leave. Nonetheless, you will need a hand. I will not. Bring me a saw. I recall seeing one on my first day here. 3 years ago, climate change of 10 degrees over the past 1 million years. Walk east and take the first door on your right. There are others. Oh. He's like you, like us. Yet he is not us. Why is he separate and yet we are bound together? Are we truly a we, or are we simply an I with two faces? But I am no monkey. Ja, okay, wir werden wohl einen See gebrauchen und unser Kobold hat auch mal wieder irgendwas dazu zu sagen gehabt. Ja, die Schublade können wir zwar einschieben, aber es passiert nichts. Wir brauchen also eine Säge. Aber bevor wir eine Säge gehen, durchsuchen wir doch erstmal hier die restlichen Räume. Hier waren ja noch zwei Räume übrig, die ich mir nicht getraut habe zu öffnen. Jetzt öffnen wir sie. Nein! Nein! Da ist nichts. Das sind so Sachen, die kann man zumindest mal auch mal schön in eine Live-Nachkommentierung bringen. Ja, Boot, Network und Interface. Wir erinnern uns an die Anleitung hier direkt am Anfang des Parts. Elektroschränke, dieses Teil des Komplexes verbraucht viel Strom. Ja. Ja. Anscheinend sehr, sehr viel Strom. Dreimal Elektroschrank. Und Schubladen, hurra! Schublade auf, Schublade zu. Schublade auf, Schublade zu. Und wir machen das sogar richtig mit Schwung diesmal jetzt. Und die letzte lassen wir einfach offen. Diese Leiterplatte sollte die Maschinen packen, die im nächsten Raum gefunden haben. Aber ich glaube nicht, dass sie hilfreich sein wird. Sie ist vollständig durchgebrannt. Jetzt erinnere, das habe ich damals auch vollständig überlesen, dass die, wie heißt es, durchgebrannt ist. Ja, guck mal. Ja, und na toll. Jetzt hole ich auch noch die anderen beiden. Da ich ja nicht glauben kann, dass die durchgebrannt sind. Sehen ja auch nicht durchgebrannt aus oder so. Ja, jetzt dachte ich, es liegt vielleicht an der Positionierung der Platte. Weg damit. Jetzt hole ich auch noch die letzte. Oh. Mensch, Mensch, Mensch. Dies ist ein Gehäuse mit Leiterplatten. Siehst du das denn nicht, dass die alle durchgebrannt sind? Mensch, war ich verpeilt in der Aufnahme. Das ist ja richtig schlimm. Hm. Na gut, guck mal hier vorne. Hier ist noch ein Raum. Huh. Ein Raum voller Kälte. Oder vollem Dunst oder sowas. Was ist hier los? Oha, oha. So, ja. Ich guck mal kurz. Oh, ich glaube, ich muss die Folge auf jeden Fall noch ein bisschen, also meine Stimme noch mal ein bisschen höher vertonen. Was heißt höher vertonen? Also ich muss sie ein bisschen lauter stellen, nicht höher. Höher wäre ein bisschen sehr, sehr, sehr schräg, wenn ich es wollte, dass meine Stimme hier höher ist. Ah ja, jetzt versuche ich das ja. Jetzt versuche ich diese komische Statue zu benutzen. Oder dieses, was ist das? Ein merkwürdiges Artefakt, um vielleicht eine Scheibe einzudeppern. Manchmal muss man ja hier in dieses Spiel ganz extrem querdenken. Ich meine, wer kommt darauf, eine Cola-Dose über einen Kondensat zu schütten, um darauf nochmal zurückzukommen? Oder wer denkt daran, dass man eine Münze in einen Cola-Automaten schmeißen muss? Ja, jetzt versteh doch mal, das ist kaputt und unbrauchbar, ja? Oh, Mensch, Junge. Ja, und der ist auch nicht so brauchbar momentan. Mensch, okay. Ja, muss schon Fehlermeldungen bestätigen, bevor du schließen und schwer runterfahren kannst. Das weiß doch jeder, der mal mit Windows gearbeitet hat. So. Huch, jetzt habe ich mich vertan, verklickt. Wir wollten natürlich ins Notizbuch gucken. Ja, Notizen. Nein, nicht Notizen, To-Do-Liste. Also. Ich muss für Dr. Emminis, der im Computerraum ist, eine Säge finden. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was ist das jetzt?
Ich höre was. Mhm. Ja. Jetzt kannst du dich auch mal bewegen. Ach so, ihr seht hier das. Aha. Ich sehe noch schön Ladebildschirm und ihr seht hier schon links das Bild. Das ist ja mal interessant zu sehen, was ihr hier überhaupt wirklich seht. So, ganz vorsichtig. Puh. Sicher, 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 sicher. Gucken wir mal. Wo müssen wir hin? Irgendwo was mit Osten oder so war da ja, ne? Wir gehen mal hier lang. Da ist die Library. Erster Raum rechts im Osten. Ja, jetzt erzähle ich irgendwie irgendwas. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich da erzählt habe. Und gehe natürlich erstmal nach Süden. Ich meine, jeder geht erstmal nach Süden, wenn es nach Eisen nach Osten gehen. Ja, jetzt gucke ich hier in den Schließfächern, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Nein, ich habe diese Säge doch nicht übersehen. Ich bin jetzt nur aus Versehen an die Tür gekommen, das habe ich mich nicht erschrocken, ausnahmsweise mal. Gucken wir mal vorsichtig. Habt ihr das Musik gehört? Scheiße. Wir sind hier wahrscheinlich nicht allein. Aber ich glaube, das wissen wir schon längst. Ja, die Tür geht nicht auf zur Bücherei. Na, rechts, links, nichts ist hier. Gut. Gehen wir mal hier lang. Auch nichts. Wir sind jetzt hier. Obwohl dieser Raum 109 hier vorne damit gemeint ist. Der ist schon zu. Ja, Armory. Das ist bestimmt das, was wir brauchen. Wir brauchen Waffen und Rüstung. Oh. Schnell öffnen hier. Fackel, ja. Wir brauchen eine Fackel. Natürlich sind das leere Schachteln. Noch eine Fackel. Eine Säge. There's just something about a rusty saw that just makes me purr. Scheiße, habt ihr es gehört? Da kommt jemand. Recently. Verdammt. Die Tür wurde geschlossen. Nein, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Lass mich in Ruhe. Nein. Hau ab. Kusch dich. So. Jetzt mal vorsichtig die Tür offen. Scheiße. Hat uns gesehen. Nee, hat uns nicht gesehen. Jetzt guck mal vorsichtig. Ja. Wer da? Nein! Lass mich in Ruhe, Monster. Lass mich in Ruhe. Du siehst uns nicht. Nein! Nein! Du siehst uns einfach nicht! Scheiße, wir sind tot! Wir sind sowas von tot! Das Monster haut nicht ab! Es weiß, dass wir hier sind! Nein! Hau ab, du Mistvieh! Nein! Ah, jetzt hat er uns. Ja, wir kommen hier nicht raus, wir sind gefangen. Der Tod ist die ultimative Unbekannte. So, hier ist der Speicherpunkt. Und jetzt entscheiden wir uns fürs Rennen. Komm, schnell. Das Monster kommt, das sofort los. Nein! Renn, du Typ, renn! Schneller! Boah. Endlich wieder im Computerraum, hier sind wir sicher! Scheiße, es wird gespeichert. Nein, das kann nicht sicher sein. Boah.
läuft mir schon wieder eiskalt den Rücken runter. So, wir haben jetzt eine Säge. Okay, die legen wir nochmal rein da. Und schieben wir. Gut. It has been precisely 12 days, 11 hours, 39 minutes and 12.4 seconds since something good last happened. Ach du Scheiße, das ist auch ein bisschen wahnsinnig, ne? Was passiert da drin? Nein, du siehst uns nicht. Du siehst uns nicht. Nein, wie sieht er uns? Wie sieht er uns? Oh, glorreich. Was sollen wir denn machen? Das Monster ist bei uns. Nein, renn. Schnell hier in den Eisraum. Vielleicht, wenn wir ihn da reinlocken, vielleicht erfriert er. Wieso werden wir nicht unsichtbar? Wir werden nicht unsichtbar. Scheiße. Wo ist das Mistvieh hin? Wo ist das Mistvieh hin? Da ist es. Wir sind unsichtbar. Oder? Ja, wir sind unsichtbar. Er sieht uns! Warum sieht er uns? Lass mich laufen! Lass mich gehen! Lass mich gehen! Hilfe, ich will weg hier! Ich will auch nur weg hier, nein! Lass mich in Ruhe, du Mistvieh! Lass mich einfach in Ruhe! Ich habe keinerlei Ahnung, wie wir das hier mal schaffen sollen. Warte mal! Die Tür können wir noch schließen! Wir können die Tür noch schließen! Ich bin doch so blöd, Mann! Nein, komm rein! Ja, braver Zombie! Braves Zombielein! Braves Zombielein! Ganz braves Zombielein! Ja, schnell, schließ! Ach du Scheiße! Congratulations! Honestly, I mean it! Well done! I was only joking about the come get 'em thing. What say we celebrate with some nice relaxing cyanide, huh? I'm sure I saw some anthrax light around as well. Ja, ich glaube, ich brauche erstmal was zu trinken oder so. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch was und lasst es euch gut gehen. Ciao.